Mein Name ist Vanessa Schäfer, ich bin 27 Jahre alt. Der Schimmel hier unter mir ist der Theo, ein 10-jähriges polnisches Warmblut. Der kam als Korrekturpferd vor circa einem halben Jahr zu seiner neuen Besitzerin. Ich reite ihn jetzt das dritte Mal heute. Der wurde vorher viel im Springen eben eingesetzt, aber ziemlich zusammengezogen und unsere To-Dos sind eigentlich die Basisarbeit, also die Grundlagen zurück zu ganz am Anfang. So, hier haben wir also diesen Schimmel, der ist erst vor kurzem die Besitzerin gewechselt hat, wohl auch öfter die Besitzer gewechselt, den Springpferd L, wohl auch ganz gut, kann den Springen sauer geritten. Naja, wie sagt man so schön, nach allen Regeln der Kunst haben sie ihn am Kopf angepasst. So gut oder so hässlich, wie es eben ging. Und mit diesem Malheur ist jetzt zu arbeiten. Das ist ein sehr schöner Schimmel. Da lohnt es sich, nochmal Zeit zu investieren. Er ist jetzt mit 10 Jahren auch in einem Alter, wo ein Pferd sehr schnell und sehr gut lernt, weil es auch eine gewisse geistige Reife hat. Und darauf spekulieren wir natürlich, dass das in dem Sinne ein bisschen flotter geht, weil er natürlich geistig reifer ist wie ein junges Pferd, also auch schneller lernt. Aber die alten Marotten sind drin, das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn es dann losgeht. Vanessa reitet ihn zum dritten Mal heute und das ist durchaus schwierig, ich bin ihn gestern auch mal kurz geritten, es ist durchaus schwierig, dieses Pferd in die Balance zu bekommen, aber es bleibt unsere reiterliche Aufgabe, die Pferde in die Balance zu bringen, denn anders können sie gar nicht arbeiten. Und wir müssen aufpassen, bei Pferden, die schon gelernt haben, in den Krieg zu ziehen, dass wir vermeiden, in den Krieg zu ziehen. Und das ist hier die Aufgabe. Natürlich, Vanessa eine sehr gute Reiterin. Auch für sie ist das schwer. Das ist kein einfacher Job hier. Und es ist mal interessant, das mal zu sehen, damit nicht immer alle glauben, wir kriegen immer nur perfekte Pferde und mit denen reiten wir dann. Nein, Sie haben jetzt heute schon gesehen, es gibt alle möglichen unterschiedlichen Typen an Pferden, die wir hier reiten. Und das ist mit Sicherheit im Moment ein Kandidat, der eine gewisse Herausforderung mit sich bringt. Also, wenn das nicht ganz so hinhaut, wie wir es erwarten, ist es zumindest ein Lehrstück für uns alle und zeigt, wie normal und wie schwer doch gute Reiterei ist. Es gibt ja den Hinweis von einem der alten Reitmeister, nämlich dem Seidler, der hat nämlich gesagt, 30 Jahre reichen nicht, um reiten zu lernen. Und wir glauben immer, es geht in kurzer Zeit. Und so haben sie den Schimmel behandelt und er war wohl auch gut. Sie hatten ja Spaß dran, als er jung war. Und dann wurde er halt schlechter und schlechter, weil eben nicht so gut geritten worden sind. Und das versuchen wir zu korrigieren. So, Vanessa, Absatz runter, es geht los. Krabsen an, krabs leicht. Ja, wenn du sie lassen kannst, wäre es toll. Bleibst du auf dem Zirkel. Ja, schön. Ja. Also nicht wundern, wenn er mal den Kopf hochreißt. Das hat er gestern noch am Stück gemacht. So, ja, prima. Klopf ihn mal, wenn er runter geht. Lass deinen Absatz unten, das ist vorne im Pferd. So, nur weiter. Naja, gut. So ist recht. So, also wenn er so schön im Rhythmus geht, sind wir schon dankbar im Moment. Das ist das, was der erste Punkt der Balance ist, nämlich das Thema Takt. Ist übrigens auch der erste Punkt der Ausbildungsskala zu Recht. Einmal aus biomechanischer Sicht, aber vor allen Dingen aus Balance-Sicht. So, jetzt sehen Sie schon, dass er hier so sein Thema hat. Das macht er gerne, immer wieder mal. Und da braucht es einfach viel vorwärts. Nicht so Kopf, Ruhe, Ruhe, das ist Bein unten. Da hat er seine Herausforderung. Und das muss man ganz sanft abfangen und ihm auch erklären, du, ist gar nicht schlimm, passiert nichts Besonderes. Wir wollen einfach mal, dass du dich ein bisschen loslässt. Und das ist genau das, was wir gerade machen. Das ist ein Absatz unten, Vanessa. Ja, so, nimm die Pitch an der Schulter. Wenn ich erinnere, wie oft ich sie genommen habe gestern an der Schulter, damit er geht. Ja, es hat Erfolg gehabt. Wir bleiben hier vorwärts. Und natürlich tritt auch er ganz locker im Arbeitstrab, im Hinterfuß, in den Abdruck des Vorderfußes. Ja, das nennen wir Arbeitstrab. So, am äußeren Zügel. Gut, gut, gut. Locker bleiben, Ruhe im Arm oben.
Ellbogen zurück. Ja, Zügel sind leider auch ein bisschen kurz für dieses große Pferd. Da kommt eins zum anderen, aber er geht ganz gut. Nimm die Gerte auf die Schulter, klappt ihn an, zähl ihn vorwärts, auf. Vorwärts mit ihm, lass ihn gehen. Ja, runter das Bein, ruhig das Bein. Vorwärts, komm. Oh Gott, jetzt hat die Nase fast ganz unten. Das ist schon ganz toll, was der macht. Das ist typisch für ein 10-jähriges Pferd. Die sind eben schon ein bisschen schlauer. So, vorwärts, vorwärts, pitch, 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 pitch. Ist egal, erst mal vorne. Vorne gibt's Geld. Ja, am äußeren Zügel. Gut, Vanessa, gut, gut, gut. So, Schritt, Handwechsel, andere Hand. Setz dich hin, rede mit ihm. Sie sehen, was er gerade macht. Das hat er gelernt. Kopf hoch wehren, Rücken weg. Und das heißt natürlich, ein nach unten gewölbter Rücken gehört gerade gerichtet. Genauso umgekehrt wie ein nach oben gewölbter Rücken auch gerade gerichtet gehört. Und das ist so das Thema Balance, das wir hier haben, was dringend her muss. Musst du nochmal nachgurten? Ja, ich guck schnell. Das machen wir schnell. Der Sattel ist ein bisschen gerutscht. So. Okay. Ja, bitte. Das hast du jetzt gut gemacht. Durchbleiben. Nerven behalten. Wenn du die Birne hochreißt, akzeptierst. In aller Ruhe. Dann wieder zurück zum Thema. Ja? Gut. Ganz ruhig wieder. Sitzen bleiben auf der Hintern. Nimm Platz. Wie gesagt, der Bayer hockt wie nie. Also setz dich hin. Also machen wir nochmal. Links rum. Juhu, lass die Sporen unten. Runter die Achsen. In die Gerte. So, ja. Gar nicht mehr treiben, der geht schon. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Leichte Hand innen, ja. Da tut es sich schwer. Ganz ruhig bleiben, Vanessa. Ganz ruhig mit der Hand. Ganz vorsichtig mit der Hand. Das kennt er ja. Da zieht er ja sofort den Krieg, wenn die Hand kommt. Ruhe mit der Hand, Ruhe mit der Hand. Ja, gib nach, gib einfach nach. Lass ihn machen, gib einfach nach. Ja. Gut, gut, Vanessa. Geh nicht so viel auf. So, ja. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja, einfach nachgeben. Einfach machen lassen. Nicht stören. Einfach machen lassen. Ja, wenn du ihn aufnimmst, nimm den äußeren Zügel. Gut, jetzt ist er unten. Jawohl, da wollen wir hin. So. Großartig. Am äußeren Zügel, nicht in den Vorsicht mit dem Zügel. Ja, nur nehmen, wenn du führen willst, also sofort an äußeren Zügel. Ja. Gut. Gut. Bein unten lassen. Locker bleiben. Bleib du locker da oben. Ruhig die Hand. Pitch nehmen, du hast sie zum Treiben. Du hast die Pitch zum Treiben. Legst die Gerte mal an der Schulter. Oh ja. Kannst auch mal klopfen, ganz leicht. Dass der in der Bewegung bleibt. Innen sitzen, innen sitzen. Gut, 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 gut. Okay, reicht, Schritt, Zügel lang. Pause. Jetzt stellen wir uns hier zusammen. Ja, Vanessa, genau. Lass ihn, pass auf, dass du, wenn der sich so verkantet, das ist kein Zeichen für Wohlfühlen beim Pferd. Weil dann dreht er im zweiten und im dritten Halswirbel dreht er dann ab. Das heißt, er verkrampft sich. Lass ihn lang werden, dass diese Verspannung rausgeht aus dem Hals. Gut. Okay. Falls dich hier raus auf den Hufschlag, also Hufschlag, naja, auf den Zirkel. Bleibst sitzen, trabst ihn an. Aufgenommen, nimmst ihn auf. Vorsicht mit der Hand. Wenn er gegen die Hand geht, dann gibst du mit der Hand nach. Aber du bleibst eisenhart sitzen. Du kommst nicht aus dem Sitz. Ruhig, du ziehst dich vorne hoch. Ruhig, lass das Bein unten. Absatz unten lassen. Absatz unten lassen. Runter in den Absatz. Kein tiefer Absatz, keine gespannte Wade. Und damit keine Ansprache an den Pferdeleib. Dummerweise. Auch wenn alle die Absätze hochziehen, es bleibt falsch. Vorsicht mit dem inneren Zügel. So, fahr ihn an. Gut. Äußere Zügel, sitz ruhig, 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 ruhig. Pass ruhig die Zügel nach, nur bleib weich. Sitzen bleiben, bleib auf dem Niveau.
Bleib sitzen, bleib sitzen. Oh, hab ich das unten lassen? Oh, das ist ein schöner Kerl. Jawohl. Ruhe, bleib doch sitzen. Weich in der Hand. Da ist er. Weich. Muss er weich in der Hand. So. Ja, weich. Bleib sitzen bleiben, musst du aber. Oh. Ja. Ruhe sitzen bleiben, macht nichts. Sitzen bleiben. So. Jawohl. Jawohl. Na komm. Gut. Trag deine Hände. Äußerzüge. Macht nichts, wenn er ein bisschen hochkommt. Nicht schlimm, das akzeptieren wir. Alles ist gut. Äußerzüge, äußere Schenkel, der fehlt mir. Äußere Schenkel, der bleibt hinten. So. Ja. Ja. Na, bleib im Tempo. Na komm. So. So. Hol die Hand. Ja, das Nachgeben ist fein. So. Ja. Da lässt er nach. Jawohl. So ist er schön. Hol die Hand still im Sitz. Still im Sitz. Noch stiller im Sitz. Sitzen bleiben. Ja, Hand vor, Vanessa. Hand vor. Brauche ich dir wohl nicht mehr sagen. Sitzen bleiben. So. Hand bleibt vorne. Also setz dich da drauf. Pitch mal nehmen. Ja, guck mal, da kommt er hoch. Das ist gut. Das heißt, da arbeitet die Hanke schon in der richtigen Form. Da kommt er von hinten, da drückt die Hanke über ihre Kraft den Rücken hoch. Und dann kommt die Vorhand hoch. Nicht runterziehen in so einem Moment. Ja, so komm, vorwärts, vorwärts, wurscht. Egal, meinte ich, das war sehr bayerisch wieder. Ruhe, behalte die Nerven, nicht ziehen. Ruhe, 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 Ruhe. Ja, so, ganz ruhig, ganz ruhig. Ruhig immer, klopf ihn mal am Hals, klopf ihn mal am Hals. Erklär ihm, da ist nichts los. Klopf den mal, komm, egal, klopf ihn einfach mal am Hals. So. Genau. Dass da keine Nervosität aufkommt. Gut so. Weich, weich in der Hand. Sitzen bleiben. Sitzen wie ein Fels. Ellbogen hinten lassen. Runter in den Absatz. Bohren aus dem Pferd. Nimm die Pitch. Lass die Gerte. Nimm sie vorne an der Schulter. So, ja. Nochmal. Nochmal, bis er geht. So. Ja. Wenn du kommst, nimm die Pitch da. Genau. So. So. Hand bleibt oben. Ruhig die Hand. Pitch nehmen. Wieder nochmal. So. Jawohl. Jawohl, jetzt hast du den Gang. Jawohl. So muss er gehen. Pitch nochmal. Ja, richtig. Ruhe. Ruhe mit der Hand. Sitz. Runter in den Absatz. Langes Bein. Runter in das Knie. Tiefer Sitz. Kein tiefes Knie. Kein tiefer Sitz. Ganz einfach. Runter das Knie. Gut. Prima. Schritt. Handwechsel. Zügel weg. Lobin. Fein. Ja, guck mal da. Da streckt er sich aus. Schön. Handwechsel. Gut, Vanessa. Sitzen. Ruhe. Gut gemacht. Ihm Zeit lassen, wenn er sich verabschiedet. Zeit lassen. Hinsetzen. Auf den Takt achten. Und dann erst kommt die Hand. Das ist der Absatz unten. Und wenn der so hochkommt, also manchmal kommt er hoch und dann verabschiedet er sich. Das ist blöd, ist klar, ne? Aber manchmal, so wie der Ecke, kommt er hoch und er bleibt da. Und das ist das, was wir haben wollen. Dass wir die Last, die Balance mehr auf die Hinterhand verschieben. Die Lastübernahme nach hinten versetzen. Das ist die Idee. So, das Gleiche, linke Hand. Absatz bleibt unten, Vanessa. Sonst kriegst du einen Anfall. Ruhe im Sitz. Bleib auf deinem Hintern sitzen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhiger, Vanessa, ruhiger. So, jetzt trabst du an, weich in der Hand. Dann trägst du deine Hände, sobald es geht. Und nimm die Pitch zum Treiben, nicht den Sporen. Nicht schlimm, nicht, macht gar nichts. Geh raus, reit raus, auf den Schlag. Ja, Absatz runter, Absatz runter, runter das linke Bein. Ja, trag deine Hände. So, Ruhe, Ruhe. Richtiges Nachgeben. Bleib aber sitzen, aber halt hier am Kreuz. Na komm, bleib sitzen. Behalte ihn am Kreuz. So, leichte Hand. Absatz da unten. Ruhe. So. Ja. Ruhig die Hand, ruhig die Hand. Da sind so viele Bewegungen in der Hand. So. Gut. Ruhe im Sitz. Halbe Haltung. Pitch, die fehlt. Merkst du doch, wenn die Bewegung draußen ist, musst du reagieren. Da kannst du nicht warten, bis das irgendwann zu spät ist. Da musst du gleich mal ran. Ja. Ruhig die Hand. Ruhig. Ruhig. Aha. Jo, lass ihn noch da. Wunderbar. Aber bleib sitzen. Bleib bloß sitzen, wenn du nicht geht, nimmst du Pitch. Vorne, nicht hinten. Hinten kommt erst, wenn wir damit arbeiten können. Momentan geht's noch nicht. Momentan sind wir froh, wenn er vorwärts geht dabei.
Gut. 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 Jawohl. Vorwärts. Sitzen bleiben, Vanessa. Ellbogen zurück. Bleib sitzen. Bein runter. So. Vorwärts. Patsch. Gut. 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 Ja. Lustig, wenn der Kopf so hin und her geht. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhige Hände. Patsch. Ja. Ja, jetzt. Nochmal. Patsch. Hier wieder. So. Aha. Ja, dann bringen wir mal in Wallung, die Burschen. Ellbogen bleiben hinten, Vanessa. Ellbogen bleiben hinten. Das Gewicht der Ellbogen gehört zum Kreuz. Füße kämpfen. Vorwärts. Pitch. 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 Na komm. Nochmal. Nochmal. Ja. So macht ja nichts. Wir korrigieren es nach vorne. Nach vorne korrigieren. Nicht rückwärts mit der Hand korrigieren. So. Ja. 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 Nochmal. Gut, da hast du ihn wieder. Siehst du? Prima. Gut. 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 Ich glaube, das reicht. Parieren wir durch. Denk dran, dass er nach vorne geht in der Parade zum Schritt. So. Setz dich hin. Schere. Wir hören auf. Fein. Lupe. Best checken wir uns. Gut. Prima. Ja, war gut. Und so bauen wir das Stück für Stück zusammen.